Oh Leute, wie soll ich so ein Video nur schon wieder anfangen? Ich habe letztens einen Kommentar von einem Zuschauer bekommen, der mich auf das sogenannte Todeslabor in Hamburg aufmerksam gemacht hat. Ich wusste selber nicht, was es ist und könnte im Strahl kotzen, wenn ich jetzt überlege, dass ich nicht wusste, was es ist. Ich habe mich einmal rangesetzt, darüber recherchiert, weil es mich interessiert hat und was ich da gefunden habe, hat mich echt derbe erschrocken. Tierquälerei ist das Stichwort. Das Unternehmen in Hamburg, LPT, Laboratory of Pharmacology and Toxicology, quält Tiere. Tagtäglich, jeden Tag wieder. Gefesselte Hunde, Katzen in Müllsäcke und gefesselte Affen an der Wand, die davor einen weltweiten Transport hinter sich haben. In Käfigen sind sie dort eingesperrt, die viel zu klein für sie sind. Sie haben keine Spielzeuge, nichts. Und dann werden sie auch noch zu Tode gequält. Es sind verstörende Bilder. Unten ist ein Video verlinkt, was ich mir reingezogen habe. Ich möchte nochmal erwähnen, dass es für Leute, die damit vielleicht nicht klarkommen, echt nicht gut ist. Hunde werden dort als Testmittel benutzt und allein aus diesen Tests, die sie in diesem Labor bekommen, die schwersten Blutungen und eine Vielzahl der Hunde stirbt dann auf den Fliesen des Labors in ihrem eigenen Blut. Wie widerlich, verdammt nochmal, können Menschen eigentlich sein? Wie kann man denn so ein Labor leiten? Gar wie kann man als Mitarbeiter in diesem Labor arbeiten, wenn man weiß, dass man die Tiere so quält? Das sind alles Individuen. Individuen wie du und ich, sie haben ihr eigenes Gewissen, ihren eigenen Charakter. Vielleicht hätten diese Tiere manchen Menschen geholfen. Und ihr benutzt sie als irgendein Testmittel für irgendwelche Antibiotika, die absolut meistens nahezu identisch sind. Dann gibt es noch dieses Labor seit über 45 Jahren in Neuwöhmernsdorf Mienbüttel bei Hamburg. Und in diesem Labor werden ca. 10.000 Mäuse, 1.500 Hunde und bis zu 500 Affen gehalten. Das sind 12.000 Tiere, das müsst ihr euch vorstellen, 12.000 Tiere, die tagtäglich in diesem Labor gequält, misshandelt, missbraucht und sinnlose Gewalt erfahren müssen, wie kein anderer. Beispielsweise werden dort Katzen am Tag 13 Mal in die Beine gestochen. Die Beine werden nahezu zerstochen für den Vergleich von nahezu zwei identischen Antibiotika. Und nicht, dass diese Tiere ohnehin schon genug Gewalt dort ertragen müssen und genug in ihrem Leben durchmachen müssen, um zu wissen, dass sie aus diesem Labor niemals mehr lebend rauskommen. Nein, die Mitarbeiter, die dort arbeiten, fügen den Tieren nochmal sinnlose Gewalt hinzu. Beispielsweise wird der Kopf eines Affen einfach so gegen die Wand geschlagen. Ein Affe wird sinnlos provoziert und muss sinnlos Gewalt erfahren. Das sind nur kleine Ausschnitte. Ich möchte nicht wissen, was dort mit anderen Tieren gemacht wird. Wie kann ein Mensch denn so hasserfüllt in seinem Scheißleben sein, um Tieren, die ohnehin schon so ein beschissenes Scheißschicksal haben und dort so oder so umkommen, nochmal so viel Gewalt dort antun? Als wenn die Mitarbeiter darauf angesprochen hat, warum sie diese sinnlose Gewalt nicht melden, haben die Mitarbeiter, und ich zitiere, gesagt, dass es niemanden interessieren würde. Klar, es interessiert niemanden, dass Tiere missbraucht werden, sinnlose Gewalt erfahren und bis an ihr Lebensende gequält werden. Seid ihr eigentlich komplett bei Sinn? Es muss nur darauf aufmerksam gemacht werden. Wir reden hier über lebende Organismen, wie du und ich es sind, über Charaktereigenschaften von Tieren, die, wie gesagt, fast vielleicht mal Menschen später geholfen hätten. Und ihr behandelt sie so. Kein Tier verlässt dieses Labor lebend. Alle Tiere sterben bei den Versuchen oder werden nach Versuchsende umgebracht. Die toten Katzen werden danach, wie schon gesagt, in Müllsäcken entsorgt. Es ist einfach nur ein so unmenschliches und widerliches Verhalten. Ich kann es so null nachvollziehen. Was wäre denn, wenn Menschen dort so behandelt werden würden? Wenn Menschen so gequält werden würden? Wenn sie Menschen so einsperren würden, ohne irgendwas zu tun, ohne ein Bett, einfach nur einen leeren, viel zu kleinen Raum für sie? Dann wären wahrscheinlich alle schon viel früher gesprungen. Ich könnte selbst kotzen, dass ich sowas erst selber jetzt bemerke. Dieses Labor gibt es seit 45 Jahren. Und erst jetzt wird dagegen was gemacht. 12.000 Tiere, die tagtäglich Leid erfahren müssen. Und dazu kommt noch, dass dieses Labor, wie schon gesagt, ein bisschen komische Mitarbeiter hat, die ein hasserfülltes Leben haben, den Tieren schon genug Gewalt antun. Kommt noch, dass von verstorbenen Tieren die Nummern übertragen werden auf neue Tiere. Heißt, diese Studie, die dort gemacht wird von Medikamenten, ist verfälscht, sie ist nicht korrekt. Bedeutet, später kommen vielleicht Menschen dadurch, nur durch diese inkompetenten, hasserfüllten Mitarbeiter in Gefahr und müssen deswegen vielleicht auch noch leiden. Und so ein Labor gibt es auch noch an weiteren Standorten wie in Niedersachsen oder Schleswig-Holstein. Dort führt dieses LPT auch Versuche an Tieren durch.
Die Äußerung von LPT zu diesen Vorwürfen, die ihnen gemacht werden, ist einfach nur, und ich zitiere, dabei handelt es sich um praklinische Prüfungen einer Substanz auf Toxizität, bevor diese in die klinische Prüfung geht, das heißt am Menschen getestet wird. Praklinische bedeutet so viel wie in der Studie noch nicht am Menschen, sondern am Zellen- oder Tiermodell durchgeführt. Ich kann es schon wieder nicht verstehen, wie im letzten Video schon gesehen. Es gibt Menschen auf dieser Welt, die einfach nicht Tier sein sollten. Es gibt Menschen, die nicht respektieren, dass ein Lebewesen ist. Dass ein Lebewesen genauso Gedanken hat wie du und ich, der dieses Video gerade vielleicht guckt. Es gibt Menschen, die dieses Prinzip vom Leben einfach noch nicht verstanden haben. Ich hoffe wirklich nur das Beste für diese Tiere, die dort in diesem Todeslabor jeden Tag wieder gequält und misshandelt werden. Es gibt zu diesem Thema eine Petition, die derzeit fast 400.000 Unterschriften hat. Das ist unten der erste Link in der Beschreibung. Ich würde mich extrem freuen, ich habe es auch schon gemacht, wenn ihr dort unterschreibt, einfach eine Stimme dazu abgibt. Jede Stimme hilft, das wisst ihr wahrscheinlich schon. Außerdem habe ich zu diesem Thema eine sehr umfassende Broschüre entdeckt. Ist auch unten verlinkt, könnt ihr euch gerne mal durchlesen. Gibt sehr guten Aufschluss über das Thema. Ich hoffe, ich konnte hiermit mal wieder zeigen, was wir für Menschen auf dieser Welt haben. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und bis zum nächsten Mal.